Ist da jemand? Zielperson Perry befindet sich im Gebäude. Starten Phase 2 und gehen ein. Ich komme mit diesem Pergament einfach nicht weiter. Aber nach dem wenigen, was ich bereits übersetzen konnte, hatte Bruder Matthew in seinem Brief vielleicht tatsächlich recht. Werter Bischof Perry, dieses Pergament fanden wir vor einigen Tagen bei Renovierungsarbeiten in der Krypta unserer alten Dorfkirche. Wenn man die Qualität und den Zustand des Papiers betrachtet, muss das Dokument mehrere Jahrhunderte alt sein. Der Grund, warum ich es euch schicke, ist aber ein anderer. Seit dem Fund sind hier merkwürdige Dinge passiert. Es wurde bereits zweimal eingebrochen und einer unserer Brüder ist spurlos verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas mit dem Pergament zu tun hat, da wir den Text bisher leider nicht entziffern konnten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da auf eine ganz große Sache gestoßen sind und vielleicht auch auf eine ganz gefährliche. Setzt mich bitte in Kenntnis, sobald ihr Näheres über das Pergament oder dessen Inhalt herausgefunden habt. Hochachtungsvoll, Matthew Wakefield. Ein bisschen werde ich noch versuchen, dieses mysteriöse Pergament zu übersetzen. Und morgen kann mir William Patterson hoffentlich weiterhelfen. Schließlich sind die Geheimschriften des Mittelalters ja sein Spezialgebiet. Keine Zeit, bin beschäftigt. Das Büro von Bischof Perry ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Bischof Perry, hier spricht Superintendent Falk, Mordkommission Ashford. Ich. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um den Mord an einem Priester, einem gewissen Matthew Wakefield. Wir haben seine Leiche vor einer Stunde gefunden. Zeugen haben von zwei Männern in schwarzen Kampfanzügen berichtet. Wakefield hat uns einige Tage vor seinem Tod eine Nachricht zukommen lassen, die wir... Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, da er tot ist, bekommt diese Nachricht plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Eine sehr beunruhigende Bedeutung. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es könnte sein, dass Sie in großer Gefahr sind. Wir müssen... Die Leitung ist tot. Wakefield wurde ermordet? Aber das kann doch nicht. Sein Brief. Ich habe doch erst vor kurzem noch diesen Brief von ihm bekommen. Verdammtes Fenster! Rot 3, um Zielperson kümmern. Ich sichere die Ausgänge. Bestätigt, Rot 2. Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Es trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Hier werden die vorbestellten Bücher abgelegt. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften.
Gute Idee. Jetzt muss mir aber noch was einfallen, damit das Buch diesen Typen nicht in die Hände fällt. Perfekte Tarnung. Hier werden es diese Typen wohl nicht so schnell finden. Jetzt aber nichts wie raus hier. Ich muss jetzt unbedingt noch dafür sorgen, dass William Patterson das Buch morgen vor Dr. Forrester in die Hände bekommt. Beide haben sich für das von mir versteckte Buch eingeschrieben. Und die Gefahr ist groß, dass Dr. Forrester das Buch vor William Patterson in die Hände bekommt. Unsere Sekretärin hat abgeschlossen. Pflichtbewusst wie immer. So, jetzt ist die Tür offen. Der Vorlesungsplan für diese Woche. Vielleicht könnte ich mit Hilfe dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. So, nun hätte Patterson schon mal Zeit, sich das Buch gleich am Morgen zu besorgen. Nur Dr. Forrester stellt jetzt noch ein Problem dar. So, jetzt ist sichergestellt, dass Dr. Forrester mit ihrer vorgezogenen Vorlesung beschäftigt sein wird. Mein Freund Patterson hingegen wird morgen früh keine Vorlesung mehr haben und sich dann hoffentlich auch gleich um sein vorgemerktes Buch kümmern. Perfekt. Jetzt aber nichts wie raus hier. Am besten gehe ich gleich zur Polizei. Ja, Papa, ich weiß. Nein, ich will immer noch nicht mit dir zur UN-Hauptversammlung nach New York. Nein, werde ich nicht. Ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Nein, das hat nichts mit der Trennung von Max zu tun. Ja, ganz sicher, ich denke nicht mal mehr an ihn. Wer ist eigentlich Max? Ja, du hast natürlich recht. Auch wenn er ein verdammter Idiot ist, ich vermisse ihn trotzdem. Aber es ging einfach nicht mehr. Du weißt, dass die Trennung die einzig richtige Entscheidung war. Ja, ich hoffe auch, dass die Kreuzfahrt mich ein wenig auf andere Gedanken bringen wird. Ja, danke. Du, ich muss los, die warten nicht auf mich. Ich melde mich spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Ja, ich dich auch. Dann mal viel Erfolg und gut Stein. Oder was auch immer man euch Geologen wünscht. Was? Reisen Sie mit diesem Schiff?
So, das ist also mein kleines Reich für die nächsten Tage. Keine Suite, aber doch ganz schnucklig. Aber ich werde hoffentlich sowieso die meiste Zeit am Pool verbringen können. Mein Teint kann eine kleine Auffrischung gut vertragen. Ich werde erstmal... Das ist gar nicht mein Koffer. Anscheinend gehört er einem gewissen William Patterson. Zumindest steht dieser Name auf dem Anhänger, der sich am Koffer befindet. Na, das fängt ja gut an. Ich sollte mal beim Empfang nachfragen. Vermutlich wurden die Koffer versehentlich vertauscht. Simon sagt, damit kann man an die fantastischsten Orte reisen. Nina sagt, ein Schrank. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Das hängt hier ganz gut. Ich hatte eine Hängematte befürchtet, bin also durchaus positiv überrascht. Darin ist, wie es sich für eine gute Handtasche gehört, fast mein komplettes Leben. Ich denke, selbst Frauen sollten es ein paar Minuten ohne Handtasche aushalten können. Ich lasse sie vorerst hier.